Was hast du mit dem Schiff gemacht, Cass? Die Einspritzturbine sieht aus, als wäre sie geschmolzen. Und das hier sind doch Kohlenstoffspuren. Warst du etwa in irgendeiner Art Schlacht, hä? In einer Schlacht? Nein, das sind nur wieder Eintrittsspuren. Ich bin letztes Mal ein bisschen steil in die Atmosphäre eingeflogen. Sag's mir nochmal, wo warst du gleich wieder? Ach, na ja, ich war ausgeflogen. Leute, schon gehört? Alle künftigen Rennen wurden abgesagt. Keiner von euch beiden wird die Chance haben, ein Fliegerast zu werden. Tja, schade aber auch. Warte, was? Auf Befehl von Captain Dozer persönlich. Tja, Leute, es ist wahr. Die Erste Ordnung hat Dozer gezwungen, allen Assen Flugverbot zu erteilen, bis die Piratenbedrohung vorbei ist. Ist wohl nur vorübergehend, aber ich sehe diese Einschüchterungstaktiken nicht zum ersten Mal. Die Asse können der Ersten Ordnung doch egal sein. Es sei denn, sie fühlt sich von ihnen bedroht. Oder sie werden jetzt nicht mehr gebraucht. Die Plattform wird jetzt besser bewacht. Das ist wahr. Keine Piratenangriffe, keine Stromausfälle, reichlich Nahrung auf dem Marktplatz. Aber die Erste Ordnung hält uns hier im Prinzip gefangen. Auf unserer eigenen Plattform. Das ist auch wahr. Die Ausgangs- und Kommunikationssperren, Sturmtrupplerpatrouillen und Tierjäger-Eskorten sind allesamt sehr einschränkend. Tja, manchmal müssen eben Opfer gebracht werden, um Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Ziemlich bald wird es hier so viel Sicherheit und Ordnung geben, dass wir gar nichts mehr machen und nirgendwo mehr hingehen können. Ich dachte, du träumst davon, Rennen zu fliegen, aber jetzt gibt es keine Rennen mehr. Tora? Sag mal, habt ihr Hype gesehen? Er ist davongestürmt, als mein Vater das Flugverbot erteilt hat und niemand weiß, wo er ist. Ich sag euch, dahinter steckt die Erste Ordnung. Natürlich werde ich es laut sagen. Es ist die Erste Ordnung. Jeden, den sie nicht leiden können, wusch, lassen sie verschwinden.